Okay, 1,21. Also der Glaube ist auf jeden Fall da. Und das ist gut. Okay, es reicht gerade nicht. Entschuldigung, das muss man halt so mal leise sagen. Okay. Habe ich irgendwas zu verkaufen? Irgendwas Teures? So, Moment mal. Nope. Achso, ja. Den Glauben. Ich habe so viel Glauben. Krass. Hier habe ich nichts Teures, ne? Ja. Nicht. Wir machen gerade gut Kuchen. Wobei. Wir haben 18 Kuchen. Und wir machen ja noch ordentlich mehr. Ich frage mich, wie viel diese 18 Kuchen bringen würden. Wenn die viel bringen. Wir brauchen ja nur noch 40. Das wäre doch das Ding jetzt. Und dann fangen wir noch den Bischof ab. Oh Gott, Hilfe. Wie sieht's denn aus, Kollege? Ja, klar. Und wenn ich von dem kaufen will? Ja, klar. Rotwein. Ich könnte Rotwein kaufen. Was ist das eigentlich? Ich kaufe mal einen. Aha, und jetzt macht er halt eine kurze Pause. Okay, cool. Okay, ich mag den Ruhestein gerade. Der macht noch ein paar Kisten. Ich frage mich, wann ich den wieder benutzen kann. Weil dann würde ich mich kurz hochteleportieren. Oder vielleicht teleportiere ich mich einfach runter. Also wieder nach Hause. Mag ich schon mal sehr. Weg. Okay, also wir haben auch keinen Platz mehr für irgendwelche Bretter. Ist halt auch ein Problem bei uns, so ein Grundproblem. Wir verkaufen gerade sehr, sehr viel, aber Hauptsache kein Erz. Ich überlege gerade, ob wir einfach das Erz zu uns rüberkarren lassen von mit dem hier. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, macht am meisten Sinn. Egal wie viel ich hier jetzt auch bekomme, ich werde nie so viel haben. Nee, ich lasse den arbeiten und schicke das Erz immer wieder runter. Das macht viel mehr Sinn. Definitiv. Auch wenn es nicht viel ist, aber die Erze sind wichtig für uns. Und der hockt hier. Ich überlege, ob ich Balken mache. Balken wären nämlich auch ganz nett. Ich weiß nur, irgendwas wollte ich bauen. Die Planken waren das, oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Eine Sache war's. Warte mal. Ich sag dem Holzplanken. Der soll mal ein paar Planken jetzt machen. Weil vom Rest haben wir genug. Hier. Und der müsste Nägel machen. Das heißt, Zeug rein. Rein. Ah, jetzt fängt er wieder an. Damit wir mehr Kisten haben, die wir runter transportieren können. Okay. Hier haben wir wieder Zwiebeln. Zwiebeln sind immer gut. Oh, ich habe noch Weihrauch dabei. Hier habe ich noch Zwiebeln.
Mit den Zwiebeln können wir auch unglaublich viel anfangen. So, Frau Anmut sollte gleich da sein. Mit der sollten wir unbedingt mal schnocken. So. Okay, das braucht lange. Ja, dann bringen wir die Räucherstäbchen weg. Ja? Wo ist er? Da. Achso, ich habe gedacht, ich kann es wieder nutzen. Das wäre natürlich jetzt ein Deal. Dann schlafen wir mal ein bisschen, bis Frau Anmut da ist. Mhm. Ja, war ja klar. Okay, das hat also nicht so gewirkt, wie wir wollten. Die 50 kann ich dir irgendwo sinnvoll einwenden. Ja, toll. Ich weiß, was wir noch machen wollten. Wenn der jetzt langsam die Balken macht. Was haben wir noch gebraucht? Das. Und Keile, genau, Keile. Ich glaube, wir brauchen... Ich gehe einfach mal hin. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Balken. Wie lange braucht das Ding noch? Okay, es braucht noch lange. Schade, dass sich das nicht schneller wiederherstellt. Aber ich glaube, das hätte uns manchmal viel Rennerei ersparen können. Also manchmal gab es so Momente, wo wir halt wirklich lange rennen mussten. Und dann haben wir es nicht geschafft, weil wir zu langsam waren oder so. Oder weil wir nochmal getrödelt haben auf dem Weg, keine Ahnung. Also von daher, dieser Ruhestein hätte uns viel geholfen. Aber machen wir uns nichts vor. Juhu, dann machen wir das gerade weg. Können wir nochmal in Ruhe schlafen hier. Zack. Keine Errungenschaft? Ist ja schade. Hab's gedacht, jetzt kommt da so eine Errungenschaft wie Weg frei gemacht. Katze, du zuckst. Wollte nur mal sagen. Jagst du wieder Mäuschen? Ja, du jagst wieder Mäuschen. Du wirst ein sehr schlechter Jäger. Wolltest du mal sagen. Gell? Du bekommst eigentlich keinen Fuß auf dem anderen. Keine Pfote auf dem anderen eher. Weil du so doof, unglaublich doof bist halt. Oh, das Ding brennt ja noch immer. Okay, das ist ein Problem. Warum brennt er denn? Ja gut, dann packen wir den mal hier hin. Hallo, da. So. Können wir hier irgendwas Sinnvolles machen? Oh, wir könnten hier tatsächlich noch ein paar Planken machen. Dann macht er auch mal was. Ja, komm, machen wir ein paar Planken. Planken können wir immer gebrauchen. Der braucht ja sonst nichts. Okay, kann der noch irgendwas machen? Ich überlege, ob ich dem was machen lasse. Den was machen lassen. Ich glaube noch nicht. Okay, wir gehen jetzt mal zu Frau Anmut. So, einmal Kuchen bitte. Habe ich natürlich diesen ganzen Schmorn nicht mehr weggebracht, aber egal. Ich krieg dich. Entschuldigung. Ich bin kindisch manchmal. Oh, es ist neblig. Ich sehe die Hand vor der eigenen Augen nicht. Okay, Frau Anmut. Können wir miteinander reden? Ich hab von der Halskette erfahren. Schlange hat mir gesagt, dass er dein Geld nicht mehr hat. Dieser Schuft, also kannst du mir doch nicht helfen. Er hat mir allerdings verraten, wo deine Halskette sich befindet. Ich werde versuchen, sie dir zurückzubringen. Ha.
war das so süß. Wo wir gerade von süßen Dingen reden, hast du schon mal das Parfüm von Frau Kette gerochen? Ja, das riecht ganz gut. Ja, sogar du magst es. Ich brauche unbedingt ein Fläschchen davon. Kannst du vielleicht mit dir reden und mir eins besorgen? Warum fragst du denn nicht selbst? Ich weiß nicht warum, aber sie mag mich nicht. Ich ist besonders neidisch auf meine Freundschaft mit Alisa. Ja. Ich versuche etwas Parfüm für dich aufzutreiben. Ich könnte sogar versuchen, es selbst herzustellen. Du redest lieber mit meinem Ehemann, der hat das sagen. Dein Parfüm. Frau Keller, kannst du mir etwas von deinem Parfüm abtreten? Das riecht gut, nicht wahr? Aber ich bin es satt. Ich mache mir ein neues. Ich habe immer noch ein Fläschchen von dem alten Zeug. Ich könnte es dir geben, wenn du mir hilfst. Bring meiner Schwester dieses Essen. Sie lebt mitten im Sumpf. Und fangen wir auf den Weg zurück. Ein Dutzend Frösche. Sie braucht das für das neue Parfüm. Da. I hate these. Ah, bis dahin geht der Stein nicht mehr. Ich frag mich, wo man nochmal mehr Frösche bekommt. Ich weiß, bei dem... bei der Kloto kann man kaufen. Ich weiß, dass man noch irgendwo Frösche kaufen. Ach ja, stimmt, bei dem Fischer. Bei dem Fischer kann man das auch noch kaufen. Okay, aber die Quest ist ja eigentlich relativ einfach, würde ich mal sagen, ne? Also die geht jetzt. Man muss halt nur ein Stück laufen. So, das ist das Einzige. Und ich hoffe, wir schaffen das alles noch, weil der Ruhestein, ich hätte ihn nicht benutzen sollen, aber auf der anderen Seite, ja, geht halt jetzt nicht anders. Ach komm, bleib doch nicht überall hängen. Junge. Ich hoffe, der Fischer ist dann noch da. Gib ihr das Essen. Das von deiner Schwester. Wie einen guten Apfel gibt es nicht. Ich hasse Äpfel. Okay. Dann gib mir deine 10 Frösche schon mal. Die kosten nämlich nicht viel. Nein, ich kann den Ruhestein nicht besorgen. Schnief. Der Ruhestein wäre jetzt echt cool. Muss ich tatsächlich sagen. Bleib doch hängen. Hätte ich jetzt 12 Frösche parat gehabt, hätte ich es noch irgendwie hinbekommen. Okay. Wenn wir das Parfüm haben, das hätte ich jetzt mitnehmen können, das wusste ich nicht. Eine goldene Story mitnehmen. Okay. So. Was ist denn los, Katze? Entschuldigung, ich liebe den kleinen Mann immer so sehr. Ist, glaube ich, einer der goldigsten Kätzchen auf dieser Welt. So. Also das heißt, dann, wenn wir eine goldene Story noch hätten, die wir leider nicht haben, wir können ja nochmal bei dem... Ah ne, der Astrologe ist gar nicht da. Sonst hätte ich gesagt, wir gucken nochmal beim Astrologen. Das ist blöd, okay. Müssen wir halt auf die nächste Woche warten. Oh nein, ich kann bei dem die Frösche nicht kaufen. Okay, hat sie ihr geklärt. Ich kann die Frösche bei ihm nicht kaufen. Warum auch immer ich sie nicht bei ihm kaufen kann. Na gut, okay. Dann machen wir eine Pause. Gehen wir zu Kloto danach. Nehmen eine goldene Story mit. Ja. Und dann können wir auch die Mühle wieder reparieren. Das ist gut. So, dann laufen wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, Gnarf. Warum müssen es 12 Frösche sein?
Einen habe ich ja sogar noch zu Hause. Aber ich habe manchmal Lags hier, ne? Okay. Ja, 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 lauf mal weiter. Ich habe noch einen Frosch hier oben, gell? Was ist der denn da? Den nehmen wir mit, dann müssen wir nur noch einkaufen. Jo, dann kriegst du das da rein. Was können wir denn hier noch abgeben? Ah, Holzzeug. Das da und das da. Das silberne Story packen wir unten schon mal rein. Wie gesagt, ich muss nochmal zu Kloto dann. Einen Tag davor. Wo ist denn... Habe ich noch eine goldene Story? Das wäre jetzt eben... Ah ja, okay, gut. Ich wäre schockiert, dass ich keine goldene Story mehr habe. Jo. Nächster Tag, das ist gut. Wie gesagt, ich meditiere noch mal eine Runde. Ich warte noch auf den nächsten Tag, dann gehe ich noch mal in den Sumpf und gucke, ob Kloto alles hat. Wenn Kloto alles hat, dann kann ich zur Käthe gehen, oder wie sie heißt, hole mir dann das Parfüm. Das Parfüm gebe ich dann der Dame und dann kriegt sie noch mal eine goldene, ja. You have to talk about her father. You need to be told that she hates him. Okay. Was gibt's denn noch so? Okay. Hab ich auch nicht gewusst. Wir brauchen auch für Käthe irgendwann die, das Aristokratenpapier. Ich weiß zwar noch nicht warum, das wird sich hoffentlich irgendwann mal ergeben, aber wir brauchen es. Übrigens sehr spannend. Was wir jetzt erstmal, wir machen zwei Dinge. Als allererstes, wir haben jetzt endlich genug Geld, um uns das Aristokratenpapier zu leisten. Das holen wir uns jetzt. Das Allerwichtigste eigentlich. Dann gehen wir in den Sumpf, in den Senf und sprechen mit Kloto nochmal. Ja. Haben wir die wichtigsten Sachen gemacht, gell? Für Uhr haben wir es. 1 Uhr jetzt. Okay. Kann man ja machen. Okay, also ich möchte Aristokrat werden. Und das Papier dazu. So, das heißt, ich bin Aristokrat. Das ist schon mal saugut. Die Papiere bekommt der Bischof. Der ist hier da. Kloto brauchen wir. Okay, gut, dann müssen wir hier erst wieder aktiv werden. Das heißt, wir können uns dann einfach erstmal zurücklehnen. Was ich sehr gut finde. Ja. Dann machen wir das Gebet. Dann sprechen wir mit dem Bischof. Ja. So, einige Sachen brauchen wir hier. Guck mal. Ein Frosch. Die wollte 12 Frösche haben. Kriegt sie 12. Nicht mehr, nicht weniger. Goldene Story haben wir, passt. Ach ja. Laufen, 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 laufen. Ich überlege, ob ich die nächsten Tage, also ich werde noch ein bisschen streamen, also jetzt dieses Wochenende ein bisschen mehr streamen. Am Abend jedenfalls. Und ich überlege mir, wie ich das mache mit den ganzen Folgen. Weil ich habe auf YouTube eigentlich alles ja jetzt hochgeladen. Und ich muss die Folgen jetzt auch noch benennen demnächst. Und das ist eine Menge Arbeit. Darf man echt nicht unterschätzen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache.
Ratze, wenn man ihr ein Jewelry gibt, fängt sie an, mit einem zu handeln. Wusste ich auch noch nicht. Okay, und für die Windmill braucht man 5 komplexe Iron Parts, 6 Wooden Planks. Das ist easy. Moment, aber dann, wenn das so jetzt ist, dann 6, ne? Und 5 komplexe Iron Parts. Passt ja. Dann nehme ich das schon mal mit, weil ganz ehrlich, jetzt wenn ich die Lösung eh auf habe, dann mache ich gleich alles auf einmal. Dann kommen wir wieder mal ein großes Schrittchen voran. Gelkettchen? Gelkettchen? Möchtest du auch einen Schritt vorankommen? Mhm. Ja. Natürlich, doofe Frage. Eigentlich möchte er hier liegen bleiben, aber. Bei mir gehen auch mittlerweile die Augen zu. Das zeigt schon, wie müde ich bin wieder. Ich bin es nicht gewohnt, so spät schlafen zu gehen. Jetzt, wo ich halt morgens arbeiten muss. Oh, Bäuchlein nach oben strecken. Das ist so eine Katze. Der dreht sich auf dem Rücken und lässt sich am Bauch kraulen. Ich hab keine Ahnung warum. Der hat so Spaß dabei. So eine süße Katze. Gell, mein Taki. Den gibt's hier auch als Emoji. Das ist so süß. Ach ja. Ich nehme nur das Gebet mit, weil. Dann machen wir das nicht. Ah, Moment, ich spreche erstmal mit dem Bischof. Mal schauen, was der mit uns anstellt. So, hier kriegst du riesige Priesterkleidung. Mach mal hin. Übrigens total doof. Bischöfe sehen wirklich so aus und sind so selbstverliebt. Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Hier hast du mein Aristokratending.